Okay. Grundsätzlich, ich bin auch häufiger mal bis 2, 3 Uhr mindestens da. Wenn es mal nötig ist, auch bis 4 oder 5. Aber ja, muss man halt immer nach Tagesform gucken, wie das ausschaut. Ja, momentan muss man ja sagen, sind wir fast rund um die Uhr besetzt, oder? Sind auch ein paar Kollegen dabei, die Ja. dann so gegen morgen in den Dienst gehen? Also ich habe teilweise schon gehört, 7 Uhr morgens Dienstantritt oder so, von Ja, Herrn genau. Williams zum Beispiel. Ja. Also wenn ich mir das teilweise angucke, dass er dann halt um 2 außer Dienst geht und um 5 Stunden später um 7 schon wieder im PD ist, um Ich wieder habe zum Dienst da irgendwie anzutreten. von einer 19-Stunden-Schicht oder sowas gehört. Jo, jo, jo. Aber ich glaube auch der Herr Anderson, der heute ziemlich lang die Leitstelle hatte, war halt auch, glaube ich, 13 Stunden im Dienst oder so. Ja, Und also so 12, 13 Stunden passiert mir tatsächlich auch mal häufiger. ich glaube, der Ist. Herr Harper, mit dem ich zusammen auf der Academy war, der hat auch schon einige sehr lange Schichten hinter sich so gebracht. Ja, aber wie gesagt, ne, ist an sich ja nichts Schlechtes. Immer präsent Und sein, deswegen. genau, je mehr man als Rekrut da ist, desto länger hat man auch Zeit, entsprechend Sachen mitzukriegen und auch was zu lernen. Von dem her ist das halt echt ganz gut. Das stimmt dann wohl, ja. Okay, was soll Erik, das du. denn heißen jetzt? Jetzt Weiß muss ich ich auch erstmal nicht. drüber überlegen. Weiß ich auch nicht. Du bist mir gerade in den Rücken gefallen. Ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Ja, irgendwelche Vorurteile hier mal aufbauen. Also so geht's ja noch Jetzt. nicht. Das Ja, schön. Okay, der Herr Dietrich hört das alles. Ich werde gerade gemobbt. Ja. Ja. Lassen Sie mich mal schnell. Das Passt einen schon. Mobben ist das andere ausbilden, Herr Wolkow. Oh, Dietrich, genau. Warte, für dich habe ich was. Jetzt Mobbing? Ja, nee. Was? Achso. Ich dachte schon, du willst jetzt auch hier loslegen. Ja, Herr bitte. Wolkow, wie schaut's aus? Ist noch ein Bruder von Ihnen jetzt hier oder was? Ja, ich hab gehört, dieser Juri. Ja, genau. Warte. Hat schon Einmal. an dem Weiß nicht, was Fallacken das für ein gelesen. ist. Bitteschön. Ja, und der ist so frech, der hat nicht mal eine E-Mail und eine Telefonnummer rausgegeben. Halt so wie es. Ach, da Deswegen gibt's habe ich ihn immer. jetzt erstmal auf die Fahndungsliste gesetzt. Sobald man keine Uniform mehr anhat oder Warte, wer ist direkt auf der davor. Fahndung? Juri Wolkow, der hat keine Angaben zu E-Mail oder Telefon Leitstelle gemacht, 5301 hat kommen. eine Rechnung geprellt, hört sie Leitstelle. kommen. Machen wir ein 10:02, die 80 geht in Feierabend. Komm. So verstanden, Leitstelle Ist halt Ende. echt Feierabendstimmung. Ja, ich kann doch auch keiner mehr jetzt um die Uhrzeit. Also wie Außer mit dem Lukas. Eichhörnchen-Comic da aus den 80ern hier, die große Flucht aus dem Wald, wie hieß denn der? Puschel das Eichhorn. Als die Tiere den Wald verließen? Ja, irgendwie so. Das, so was gab es mal, ja. Ja, ich bin Ah, mal ich ganz bin alt, kurz ich in der kenne das. Umkleide. Naja. Die Ja, dastehen nicht. weiß ich da schon mal Bescheid. Ja. Wundervoll, gut. So, muss mal gleich gucken. Tyrese ist nicht mehr da. Muss da mit dem Tyrese noch gucken wegen den Einsatz mit der Sache da mit der Stadtpark. Da kann ich mal gucken, was er geschrieben hat. Waldbrenner. Yeah.
Nee, dafür machen wir jetzt halt Cop-Dienste bis in die Ewigkeit, ne? So, wer ist denn noch im Dienst? Craig auch noch? Craig ist auch noch da, den höre ich halt gar nicht im Funk. Genauso wie ich Carlos auch wenig gehört habe. Soll ich mal nix von mit? Dann bin ich bestimmt zusammen auf Streife, die Halunken. Aber wir lassen uns dann auch gleich wieder einteilen. Ich denke mal, so eine Stunde oder so können wir eigentlich noch machen. Ich glaube, ich gehe mal kurz in den Pausenbaum. Ne? Leitstelle für Streife 1 kommen. Leitstelle für Streife 1 kommen. Hör für die Leitstelle, komm. Waren gerade am an der öffentlichen Garage am Pennerpark, da stehen noch drei Jungs mit gelben Hosen rum und ein blaues Auto mit einem Herrn mit einer blauen Hose noch dran, komm. Okay, so verstanden, wie hoch ist der Knüppelfaktor, komm. Der Knüppelfaktor. Undefinierbar, komm. Ja, schade, alles klar, hatten Sie es vielleicht mal irgendwie ab und zu mal vorbeigucken, vielleicht im Auge, komm. Ja, so negativ. Wir machen gerade ein 10.02, komm. Ah, okay. Alles klar, so verstanden. Gut, dann das nächste. Kurz Standby. Leitstelle Standby. Ja. So, ich werde mir mal ganz kurz was zum Trinken holen und vielleicht auch kurz pullern. Bis gleich, ihr Halunken. Leitstelle wieder aktiv. Hey.
bitch nigga like Madea. Niggas can't see me, John Cena. No, you not like me, nigga. My life like a movie, no Spike Lee, nigga. I am not a motherfucking hype beast, nigga. ITYB in a white tee, nigga. NYC niggas know where I be, nigga. Put the location on IG, nigga. If a nigga try to come find me, nigga, I'ma have his ass laying on the concrete, nigga. Some of I travel my lonely, and some of I travel my homie, ay. I cannot like keep it on me, niggas. They shy and they act like they know me, ay. Niggas, they fake and they phony, say they go ham, I know they baloney, ay. Lil' nigga, I got it on me, I got it on me, I got it on me, ay. So, wieder da. ...06 für die 31 kommen. 06 hört? Ja, rufen Sie mich mal bitte an, komm. So verstanden. 31 Ende. Im Büro übrigens. Bevor du anrufst. Ach so. Alles klar. Gut, also wenn sie da draußen stehen, können sie auch reinkommen. Ja, ich hatte nicht gesehen, dass sie hier im Büro sind. Ja, okay. Nee, ich dachte auch, sie sind draußen. Nee, ich war eben noch kurz in der Umkleide. Okay, nee, gut. Kurze Frage. Die haben dem Herrn Dietrich erzählt, dass der Herr Wolf heute eine Schrotflinte in der Hand hatte und getasert worden ist. Ja. Waren Sie da vor Ort? Ich hatte kurz in den Einsatzbericht geguckt. Beim Herrn Spencer stand das, glaube ich. Okay, da hatte ich noch nicht reingeguckt im Admin-System. Genau, beim Herrn Spencer hatte ich das nachgelesen. Weil das war ja noch die Streife, die als letztes vor Ort war. Wir hatten ja den Herrn Wolf als erstes festgesetzt und den dann mit hier ins PD genommen. Moment, da muss ich kurz... Welcher Einsatzbericht ist das? Von Herrn Spencer müsste das 28, sein. 28, 35, 47. Festsetzung ja. Von zwei Personen. Heißt der. Fangen wir mit einer Kaliber 50 entgegen. Ja, und dann Zielperson bewegte sich und wurde dann mit einer Pump-Shotgun begrüßt. Guck mal, ist das die gleiche Person oder sind das, reden wir jetzt hier gerade von zwei verschiedenen Personen? Sprang mir Herr Wolf. Kein Posting ging dir echt. Also hat er dann quasi mittendrin von Kaliber 50 auf Pump-Shotgun also, gewechselt? Genau, also hatte er erst die 50er Kaliber in der Hand und dann die Shotgun. Das ist natürlich in der Hinsicht höchst kritisch, das sage ich Ihnen jetzt mal so, Herr Banks, dass das nur ein Einsatzbericht ist, weil tatsächlich dachte ich, da wäre überhaupt nichts passiert. Und jetzt im Nachhinein erfahren wir das dann natürlich, das ist ja ein Tatbestand. Also wir waren ja Streife 5 und ja. Es kam der Funkspruch, dass jede Streife erstmal einen Einsatzbericht macht. Das war mein Stand und dann wurde ich ja unten abgestellt, dass die beiden Herren sich da nicht unterhalten. Okay, jetzt haben wir natürlich den Herrn dann nämlich einfach freigelassen, obwohl das hätten wir direkt durchziehen können. Also, ja. Weil... Hat sich vorhin aber unten auch erwähnt, das mit der Shotgun einmal. Haben Sie mir das gesagt? Ihnen glaube ich nicht. Das... Ja, weil also mir hat es nämlich keiner gesagt. Dann müssen Sie mal vielleicht nochmal nachfragen, wem Sie das gesagt haben. Also auf jeden Fall für Sie auch, wenn da ein StGB-Verstoß ist, dann wird der automatisch eine Fallakte aufgemacht. StGB-Verstoß heißt immer Fallakte. Ja. StVO-Verstöße werden dementsprechend nur in Einsatzberichten festgehalten, aber alles, was ein StGB-Verstoß ist, muss in die Fallakte rennen. Und das ist ja klar, er hat eine Waffe gezogen, er hat sie zwar nicht benutzt, aber die Frage ist halt, okay, naja. Genau, also ich hätte, halt auch, aber ich muss sagen, ich hätte eigentlich auch nicht in den Einsatzbericht von Herrn Spencer geguckt. Da war nur die Sache, was wir hatten mit dem Handy, was der Herr Wolf da hatte. Ja. Und da hatte ich dann nur einmal reingeschaut, ob den Herrn soweit, was denen abgenommen wurde. Und da hatte ich das einmal kurz überflogen und ja, so, wie gesagt, wir waren ja Streife 5 und unser Einsatzbericht hatte, glaube ich, nachgucken, wer den angelegt hatte. Der Herr Brenner war das, genau. Hm, okay. Aber ich sehe halt eigentlich, dass da eigentlich der Herr Gosolka mit dabei war. Also eigentlich hätte da... Da habe ich mir eben auch gedacht. Der hätte da eigentlich schon schalten müssen. Da hat er da eigentlich mehr als genug Erfahrung.
Okay, alles klar, dann müssen wir da auf jeden Fall nochmal morgen ran, dass das ausgebessert wird und dass das auf jeden Fall angelegt wird. Okay, Herr Banks, ich danke Ihnen, dann hat sich das in der Hinsicht aufgeklärt. Alles klar. Gut. Sie machen Leitstelle gerade, nehme ich an. Nee, Moment. Draußen oder was? Der Leitstellenknilch ist der Herr. Wie heißt denn der? Der Herr Brenner. Genau, da muss er draußen sein. Alles klar. Leitstelle für die 06 kommen. Hört sie kommen. Bräuchte dann neue Streifeneinteilung. Ja, machen wir gleich. Wir fahren erstmal zum Stadtpark, zu der Garage. Ich weiß nicht, was da los ist. Komm. So verstanden. Ende. Habe ich da vorhin nicht sogar noch gesagt, dass ich es komisch fand, dass da gar keine Fallakte zu war? Ich habe das gesagt. Mit der Pump-Shotgun, das müsste, glaube ich. Ja, den Herrn Dietrich habe ich das einmal gesagt und unten noch nicht. Ich glaube, da der Herr Brandt war das, ne? Ja, läuft bei deiner Katze auf jeden Fall.
Therese brauche ich die Nummer allein wegen gestern. Krüger. Letzte für 81, komm. Letzte, komm. Ja, ich melde mich ab, ich bin jetzt im Feierabend, komm. So verstanden. Bleibstelle eine schönen Feierabend. So. Like I'm grounded. I'm a rich nigga, homie. I don't give a damn. Nigga run up on me, he a dead man. Spend the night.
Ne, dann mach ich jetzt aber auch fair. Hätten wir noch. So. Wird erledigt, mach dann jetzt aber auch Feierabend. Alles klar. Oh, ich würde noch schnell eine rauchen, dann drehe ich vielleicht noch ein paar Ründchen in der Stadt. Und dann vielleicht auch mal. Ja, mal eben was ganz halt ziemlich ruhig. Mal, wie das ist. Alles klar, ich melde mich dann mal ab und dann gleich nochmal. Alles klar. Hm, was rüsten die sich da noch so dick aus? Da gucken wir jetzt aber nochmal. Ist noch was los, oder? Wie schaut's aus? Ja, komm, die Touristen sind schon unterwegs, komm. Hab gerade ein Auto, ich bin auf dem Weg. Check. Ja, lass mich mal fahren, ist vielleicht keine schlechte Idee. Kann ich einfacher. Jo, kurzes Update. United am Stadtpark, die Quatschform. Mhm. Ich liebe es. Haben FIB Buffalo mit insgesamt 3 Leuten drauf. Wir stellen uns in der Nähe vom Stadtpark auf Abruf. Check. Ja, gerade sagt der Greif, so, er macht jetzt Feierabend. Ja, ja. Ich verstehe halt nicht, warum die Leitstelle dem nicht Bescheid sagt. Ich wusste tatsächlich auch nichts. Kein Flug gehört nichts. Nee, war ganze Zeit ruhig. Die Frau Black wurde da an der Stadtparkgarage von United unter Druck gesetzt. Nein. Hm. Oh boah, ich krieg gleich. Okay. Ich brauche meinen Spezialkarabiner wieder. Ich sehe schon. Stellen wir uns ruhig mal hier offensichtlich hin. Mhm. Die sollen sich eigentlich gleich in die Hose scheißen, wenn wir nur in der Nähe sind. Oh Mann. Ich bin halt schon fast bei mir am Haus gewesen und dann kommt so ein Anruf. Ach, du warst ja schon im Feierabend, genau. Ja, und dann kriege ich gesagt, ja, ich habe den Kollegen aber Bescheid gesagt und die Leitstelle schickt wen vorbei. Und dann komme ich, sage ich, ich fahre auch nochmal zurück zum PD, falls es Ärger gibt, ne? Mhm. Dann komme ich zum PD und keiner weiß Bescheid und Chef ist schon im Feierabend. Vielleicht war die Leitstelle wieder Standby. Der hat heute öfter mal Probleme gehabt. Ja, aber wenn sie sagt, ich habe die Polizei angerufen, die wissen also Bescheid. Also bei mir war es so, ich bin rausgegangen, habe gefragt, wie es aussah, zwecks neuer Streifeneinteilung. Dann sind alle, die draußen waren, in die Autos und sagten, ja, machen wir danach und sind hier zum Stadtpark gefahren. Ja, schön. Okay. Ja, der Informationsstrang reißt ein bisschen früh ab. Ey, bei dem 10-10 vorhin da oben, ich habe zu viel gekriegt. Wir da warst 10-10 du noch gar nicht im... Ja. War ich in der Pause gerade, oder? Vermeintlicher Beschuss auf den Streifenwagen. Okay. Und ich komme gerade aus meiner Pause wieder. Also ich war halt nur hinten Toilettenpause eine Minute. Ein Kollege kommt reingelaufen, gibt ein 10-10. Ich spring ins Auto, baller mit 200 Sachen hoch nach Paleto. Ja. Und am Ende stellt sich raus, ja, es ist ein einzelner Schuss gewesen. Und ein Rekrut hatte wahrscheinlich einfach seine Dienstwaffe nicht gesichert. Ah, der kam von innen, oder? Eieiei, ja, scheiße.
Ja, ich meine, das mit dem Sichern ist uns alle schon mal passiert, aber merkt man eigentlich schon dann. Ach, und das Ding ist halt, es kam der 10-10 und danach ist 2 Minuten Stille im Funk gewesen. Okay, also meint man eigentlich alle schon down. Und dann kam irgendwann ein seelenruhiger Funk vom Brenner. Ja, wir klären das jetzt hier mal mit den Personen vor Ort. Allein da hätte ich am liebsten meine Anfahrt schon abgebrochen, ja. Weil ist halt durch das Thema. Ach, scheiße. Ja, dafür haben wir ja den Funk. Der ist ja zum Kommunizieren da, nicht zum, keine Ahnung. Nicht nur, dass mein Feierabend geht oder so. Ja, ich habe ja nicht gedacht, du haust dir jetzt eine halbe Flasche Whisky ins Gesicht und schläfst mal durch. War wohl nix. So was würdest du mir zutrauen? Ja, du kannst doch eine ganze trinken, wenn dir das jetzt irgendwie unangenehm ist. Mit einer halben. Nee, ich meinte, mit dem Durchschlafen würdest du mir zutrauen. Würdest du mir zutrauen. Ja, das war eine Vermutung. Schauen wir doch mal unauffällig, was hier los ist. Ach du Scheiße, ja. Ich stell mich halt drüben hin, will kein Aufsehen erregen. Hier stehen 2 Streifenwagen. Da hätten wir auch mit voller Außenwerbung fahren können. Rambazamba. Ja, komm, dann fahr ich jetzt auch offensichtlich hier aufs Parkhaus drauf. Ich wollte mich halt nicht geben, dazu verstecken, aber. Oben irgendwer der Quatsch machen möchte? Nee, ne? Die sollen sich trauen, dass sie nochmal ein Office einpacken. 81 für Leitstelle kommen. Hört sie. Braucht ihr Unterstützung? Von Dam und ich sind verfügbar, komm. Ne, also hier stehen 2 Streifenwagen drauf. Ich bin gegenüber auf dem Parkhausdach. Aktuell sieht das ruhig aus, komm. Okay, ich habe nämlich nichts von der Situation im Allgemeinen mitbekommen, komm. Ja, ich auch erst durch einen privaten Anruf. Scheint ein bisschen schwieriger Kommunikationsweg zu sein. 81 Ende. Okay, ja. Leitstelle wusste also auch nichts. Wen hatten die dann angerufen? Also 19 und 92 sind nicht da? Dann steht 6 und 33 habe ich hier, ne? Ja. Ja. Ja, dann ist einer von den Wagen wahrscheinlich Greif und der andere ist dann 80 und 60. Ich habe einmal für die Leitstelle gehört, da ging es um ein paar Vagos von Gemälde von Van Damme, 4 Mann am Stadtpark. Das war alles. Ja, ja gut, aber du wirst ja keinen Notruf für die Leitstelle angenommen haben. Nee. Kann ich ja gar nicht. Ah. Rein technisch, weißt du. Ja, ist richtig. Deswegen sage ich das hier. Dann drehen wir dann nochmal eine Runde. Ja, lass uns wenigstens mal einen irgendwie aus Versehen ein bisschen anfahren oder so. Ich mach den Zeugen. Ja, sowas machen wir natürlich nicht. Ist halt schwer, sowas als Zwangsgewalt zu rechtfertigen, ne? Wobei, also, ne, weißt du noch, der blaue Typ mit seinem Motorrad, der da die 180-Grad-Wende hinlegt und mir in die Karre fährt? Der war hart. Ey, das war... Das war der Spezialist des Tages. Aber der hat sich halt so erschrocken, dass er es auch sofort zugegeben hat, gell? Wahnsinn. Ja, und dann hinterher beim Stadtpark raushauen, er hat immer einen Baseballschläger dabei. Macht er ihn auf Oberchecker, ja? Die United Limousine. Die übliche Mühle, ja. Ja, für das Ding geht es auch irgendwo 400 hin, glaube ich, gell? Also wie gesagt, um verdeckt rumfahren brauchen wir uns halt keine Gedanken mehr machen, ne? Das hat sich. Oh, scheint sich aufzulösen, wa? Sieht ziemlich so aus. Die Frau Black hat, was sowas angeht, halt aber auch überhaupt kein Glück, ne? Ja, ganz extrem. Ich habe ihr oft angeboten, dass ich jetzt zum Stadtpark fahre, das war ja dann auch schon unangenehm. Ich habe gesagt, ja, mit dem Streifenwagen nicht und so. Nee, tun sie nicht rum, das mache ich schon und... Ich fahr dir mal kurz hinterher. Also ich glaube, dass das sagen, ihr Chopper ist. Ja, ich denke auch. Zumindest hat sie gesagt, dass es so ein Gerät hat. Haben wir was hinter uns?
Wir haben nichts hinter uns, nein. Nein. Hier war auf dem Weg auch keiner. Ja, hoffe ich mal. Ich wäre halt wieder in Feierabend. Ich war halt schon fast zu Hause, Leute. Ich breche das dann erstmal wieder ab. Okay. Um 31 ist das vor Ort soweit geklärt. Jetzt können wir wieder zurück. Sie können zurückfahren, komm. Alles klar. Ja, ich bin dann wieder im Feierabend. 81 Ende. So viel Stress noch um 3 Uhr morgens. Das ja, immer halt die Uhrzeit. Das gibt's doch gar nicht. Halt wirklich. Vielleicht kommt noch der Notruf mit dem Schuss von Opfer aus dem Krankenhaus. Das fehlt halt jetzt noch für den perfekten Abend. Müsste dem Verbrecher, der sein Exemplar da an Bordstein gestellt hat, noch ein Ticket ausstellen? Ich glaub. Lieber nicht. Ist eine bestimmte Knarre. Ja, jetzt gerade hat er noch eine. Und fährt den FAB Buffalo. Ah. Ist schlimm, sowas. Boah. Jo, zweiter Versuch dann, wa? Ja, mal gucken, ne? Vielleicht komme ich diesmal bis zu mir in der Einfahrt. Ja. Servus. Es kann tatsächlich sein, es ist einfach eine öffentliche Garage. Reinkommen fällt ruhig, da hat keiner gestottert, die haben alle ihre. Das war Leitstelle für die 06, komm. Hört sie kommen? Ja, würde dann jetzt auch Feiern machen. 06 Ende. Bunkerig. Aber du ziehst noch durch, oder was? Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt noch weitermache oder nicht. Okay, also wegen mir können wir eine Runde drehen. Ist kein Ding. Ja, wenn Sie fahren, ich habe die Schnauze voll vom Auto fahren. Ich muss die ganze Zeit bei der Black fahren. Klar, kein Problem. Ja, dann bin ich noch dabei. Alles klar, cool. Haben wir noch irgendwen leitstellentechnisch oder ist der auch schon weg? Der müsste noch da sein, also eben konnte ich den noch anfunken. Okay, cool. Ja, machen wir schnell. Leitstelle für 33 kommen? Dane? Ich würde noch mal rausgehen mit dem Herrn... Harper. Scheiße. Die 60. Mit dem Herrn Harper, komm. Alles klar, ja, Jungs, euch schönen Abend noch, ne? Jo. Ja, schönen Feierabend. Was ist der Anzug, Kind, Alter? Anzug? Zu warm für einen Anzug, Alter. Was denn für ein Anzug? Der hat doch immer so einen Anzug an, ja. Nee, der hat so eine braune Hose, eine die vollgeschissen aussieht. Die hängt ziemlich tief. Was? Schwarze Jacke und braune Hose, Mann. Ja, und die hängt immer so tief, als würde da irgendwas drin sein. Und wo ist deine Brille hin, Mann, Alter? Deine Augen sehen komisch aus. Deine Augen sehen komisch aus, was ist denn los? Meine Brille ist hier, aber hast du mal nach draußen geguckt? Ja, was denn? Ist düster, Mann. Nee, aber der Gewicht hier drin, das ist echt... Da krieg ich Kopfschmerzen von. Wovon kriegst du Kopfschmerzen? Hier ist schlimm. Von dem Licht hier drin. Ja, hier ist schlimm. Ja. Hier der Neonwahnsinn, ja. Ja, Mann. Na gut, ich bin in der Haie. Ich fahr gleich um hier. Gestern war es schon schlimm. Ja, dann schönen Feierabend. Bis morgen. Ja, schönen Feierabend. Bis morgen. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Ich pack mal so ein Gerät aus. Wie lange warst du heute im Dienst?
von um 9 an oder so. Okay. Wow. Waren schon ein paar Stunden heute. Aber dauert noch, bis die Karre kommt. Scheiße, ey. Willst du ein Auto holen, oder was? Ich muss mein Auto importieren, Mann. Das kostet übel viel Kohle. Was willst du denn dir da holen? Nee, ich hab schon ein Auto, aber das muss ich importieren, Mann. Ach so, willst du das nachholen? Was kostet der Spaß? Die haben was von 200 irgendwas 1000 geredet. Wohnst du? Wohnst du noch im Hotel oder? Ja, ja, hier im Hotel. Hier in dem hier vorne? Ja, ja. Okay. Ja, da wohne ich hoch. War ziemlich günstig. Kann man aushalten da drin. Nee, da ist letztens ein Rohr geplatzt, mein Alter. Und die Blende sind so dünn, dass der Drecksnachbar da, er hat abends seinen Fernseher immer zu laut an. Oh, ich habe einen ziemlich festen Schlaf. Ich höre da nichts. Okay. Alles klar, dann sieht man sich später wahrscheinlich, wa? Ja. Schönen Abend, ihr Mann. Gute Nacht. Hey, was geht ab? Hab dich jetzt erst gefunden, Mensch. Jetzt. Aber wir machen doch jetzt Feierabend. Keine Ahnung, musst du Endgame erfahren, ne? Einfach mal mit deinem Charakter, falls du auf dem Server spielst, hingehen und dir anhören, was die da so sagen. So. 3 Uhr schon wieder, ey. Da haben wir einmal. Wer streamt denn noch? Pablo Spector. Ich poste einfach mal den hier, der anscheinend seit heute bei uns auf dem Server spielt, Tag 1. Euch muss ich eh nicht sagen, dass ihr lieb bleibt. Seid ihr immer die Besten. Auf jeden Fall, Leute, vielen lieben Dank für den Support heute wieder. Es hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische. Ich weiß noch nicht um wie viel Uhr, aber gucken wir dann einfach mal. Feierabend. Morgen Arbeit. Bussi auf die Augen. Haut rein. Peace.